Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen eine Runde mit unserem Kriegerdeck und ich sehe jetzt gerade hier, irgendwie hat sich das Ganze hier verzogen ein bisschen. Ah, jetzt sieht es besser aus. Ja, wir spielen eine Runde mit unserem Kriegerdeck. Ist jetzt an der linken Seite. Wir haben trotz Ragnaros, den wir jetzt haben, habe ich nichts großartig dran verändert. Sondern wir spielen immer noch in der gleichen bewährten Kombi. Das heißt, unser Kane Bluthoof, der ist halt ein schöner 14er, der macht auch seinen schönen Schaden und hat eigentlich Garrosh nicht direkt gegen enttäuscht. Okay, wir bekommen wahrscheinlich Hundekacke. Lass die Jagd beginnen. Sieg oder Das ist Tod. schön, das heißt, wir brauchen wenige Karten. Wir lassen den hier auch drin, falls er irgendwann die Hunde bringt. Den hier brauchen wir am Anfang gar nicht. Yeti ist einer der stärksten Damage-Dealer, deswegen lasse ich den auch mal drin. Und dann schauen wir einfach mal, was er wird gleich am Anfang. Gleich in Runde 1 ein Waldwolf. Ja, mei. Den nehmen wir ihm weg, wenn er den gleich spielen mag. So, tschüss. Die Karte war wirklich gelesen, also. Ich spiele keinen Waldwolf gleich in der ersten Runde. Der wird weggenommen. Er will jetzt wahrscheinlich gleich sein zweites Tier spielen. Okay, und spielt ein Jägergeheimnis aus. Das ist schön. Überlegen wir mal, was könnte er spielen? Er könnte den Zweierschaden, den Viererschaden, wenn ich irgendwas ausspiele. Deswegen haue ich mir einfach mal jetzt hier ja, das Ganze drauf. Die Reihenfolge, wenn man einen Jäger als Gegner hat, ist eh. Wenn er einen Diener hat, einen schwachen Diener angreifen, um einfach mal zum Gucken. Wenn er jetzt zerstäuben macht, kriege ich wenigstens eine Karte. Lass diesem Deswegen Herzen spielen wir ihn aus. Da kommt sprechen. schon. Sehr schön. Und damit haben wir ihn halt eben zum Kartenziehen benutzt. Das ist auch schön. So. Runde 4, sein Geheimnis ist zerstört. Und er spielt blöderweise. So, er will offenbar auch Karten ziehen. Das ist kein Problem. Ich würde sagen, wir spielen. Gute Frage. Naja. Beide machen zwei Schaden, deswegen nehmen wir einmal ihn weg. Einmal ihn weg. Und geben uns ein extra Schild. Damit kommen wir jetzt auch in Runde 5. Und je nachdem, ich denke, wahrscheinlich wird es darauf rauslaufen, dass wir die Arati spielen. Legt euch nicht mit Zahner Okay. Na, wir müssen leider erst wieder ein bisschen aufräumen, sehe ich schon. Der hat 3 Schaden, damit kann ich ihn direkt wegnehmen. Ist eine echt gute Frage, in welcher Kombi wir das jetzt spielen. Aber ich denke, wir spielen einmal sie und. Versucht es hier nicht! Na, wir schauen einfach mal. So. Das Tierchen muss einfach weg. Also da hilft auch nichts. Aber wir halten uns eigentlich recht gut. Bisher, es steht 27 zu 30. Klar, man fällt natürlich, als Krieger fällt man am Anfang immer ein bisschen. Er hat leider einen Vorteil. Okay, er spielt nochmal was Kleines, das ist schön. Aber scheint irgendwie nicht so die richtigen Karten zu haben. Und nimmt uns schön alles weg. Weiß allerdings, dass wir hier auch eine schöne Zweierwaffe haben. Und deswegen würde ich sagen, wir spielen Kane Bluthoof. Und gehen damit rein. Damit er einfach hier ein bisschen was zu tun hat. Gut. Sind auf uns gerichtet. Bane ist immer noch da.
Der liegt jetzt einfach auch mal drin. Und wir kommen in Runde 7. Da warte ich noch, bis meine 5er Waffe kommt. Und jetzt können wir auf größere gehen. Deswegen spiele ich einmal. Einmal hier, einmal hier. Und wir ziehen ihn auch mal ein bisschen runter. So. Schauen wir, was jetzt kommt. Mehr Karten werden wir jetzt eh nicht spielen, weil sonst kommt Lass die Hunde los. Da kommt schon. So, er will ihn wegnehmen. Was macht er gegen die anderen? Weil das ist natürlich eine wunderschöne Möglichkeit, Karten zu ziehen. Wie, nur um den wegzunehmen. Und dafür hat sich sehr gelohnt. Können wir schon hier einmal einmal inspielen und einmal ins Gesicht und wir haben einen Karten- und Deckvorteil gegen ihn. Sind wir gespannt, was kommt jetzt? Ah. Der ist natürlich schön. Also, möchte ich eigentlich haben. Deswegen machen wir jetzt Folgendes. Wir kopieren erstmal seinen Diener. Dann machen wir den ganzen ein bisschen... Ach, ich hätte ihn vielleicht noch vorher angreifen sollen. Hier hat er noch einen Bogen. Ich habe nicht genug Mana. Ja, dann lassen wir das. Wir warten einfach mal ab, was er macht. Er wird wahrscheinlich jetzt auf ihn hier gehen. Okay, er will ihn wegnehmen. Und was macht er mit dem Berserker? Geht er auf den Berserker noch drauf? Sehr schön. Das war natürlich was, was ich wollte, weil jetzt haben wir unseren schwarzen Ritter als Möglichkeit. Das heißt, wir spielen zuerst mal hier 2 Schaden drauf. Dann einmal Wirbelwind. Dann kommt unser schwarzer Ritter. Und wir nehmen ihm gleich mal 6 Schaden weg. So. Es steht 18-8. Jetzt bringt er alles. Kernhund bringt ihm leider komplett gar nichts. Er könnte noch eine Schlangenfalle drauf haben oder den Zweierschaden. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen ihm einfach mal alles. Wir schauen mal, was kommt. 2 Schaden. Ja, macht mir nichts. Gut gespielt. So, wir hauen uns hier noch drauf, spielen noch alles aus, was wir noch irgendwie hätten. Machen noch hier einen Einzelschaden, hauen noch hier drauf. Und er gibt auf. Das ist schön. So, also, ihr habt es gesehen, auch gegen so einen typischen Jäger kommt man eigentlich mit dem Kriegerdeck sehr, sehr schön an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt einen Like. Ansonsten dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr noch an dem Deck entsprechend verbessern würdet. Und wir sehen uns morgen zu einer neuen Runde. Hoffentlich nicht wieder gegen Jäger. Bis dann, ciao, ciao.